Kulas Ausschnitt, Folge 2. Auf engstem Raum, aber mit Slides. Es wird heute um die Geschichte hinter, nein, nein, das ist nicht der Kommunismus gehen. Das heißt, um einen Ausschnitt aus einem Buch, eigentlich erstmal sogar einen Ausschnitt aus einem Podcast zu einer Zeit, wo das, glaube ich, noch gar nicht so normal war, so Hörbücher und sowas. Ich verspreche, dass es in den zukünftigen Folgen auch noch mehr um was anderes gehen wird als um Missverständnisse. In diesem Fall kann man auch sagen, das ist von sehr vielen Leuten, glaube ich, völlig richtig verstanden worden oder ist einfach richtig im Sinne von in meinem Sinne, so wie das beabsichtigt war. Aber es gab auch eine groteske Vielfalt von meistens auch recht interessierten Missverständnissen und ja, die Idee ist, ich rede nochmal drüber, aber dann ist vielleicht auch mal irgendwann gut. Das ist das Motiv, um das es ging in dieser Form als Aufklebermotiv, da kommen wir nachher noch zu, als Plattencover, als Hookline, als Motto, als auch Kundgebungsmotto verwendet. Und vielleicht erstmal schon vorweg, so ein bisschen sozusagen die Kurzzusammenfassung, Vorwegnahme. Was das eigentlich heißen sollte, es war ganz schlicht wirklich nur die Aussage, herrschaftsfreie Weltgesellschaft, da waren wir noch nicht. Alle, die das sozusagen in eins setzen, da hat man mal so eine ganz einfache, direkte Entgegnung zu. Und drunter aus dem Erklärposting dazu, ich nachher später nochmal kurz drüber reden werde, es war aber auch nicht der Kommunismus, diese Art, sich da einfach aus der Verantwortung zu stehlen, finde ich nicht gut, mache ich auch nicht mit. Es waren schon alles bisher Versuche von kommunistisch gesinnten Menschen, den Kommunismus zu erreichen, mit wie auch immer geeigneten, ungeeigneten, richtigen, falschen Mitteln und so weiter. Die Geschichte geht los, sozusagen in meiner Kindheit und dann aber auch in den 90er Jahren. Ich bin in einer Welt aufgewachsen, in der Kommunismus das Normale war, im Sinne von das Erstrebenswerte, das, wo man irgendwann mal hin wollte. Es war vollkommen klar, dass man da noch nicht ist, weil es noch Geld gab, weil es noch Staaten gab, weil es auch noch alle anderen gab, sozusagen, weil das alles noch gar nicht durchgesetzt war. Dann ist diese Welt, wie wir wissen, zusammengestürzt, dieses kommunistische Glücksversprechen, dass irgendwann alle Menschen kriegen, was sie brauchen. Fiel erstmal in sich zusammen mit diesem Staatenverbund. Und ich haderte nun mit meiner Konfession. Ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt hat, aber dass man eigentlich tatsächlich immer, wenn irgendwo steht, man soll irgendwie seine Konfessionszugehörigkeit angeben mit irgendeinem Fragebogen oder sowas, sondern eigentlich mal DDR reinschreiben, weil es dem vermutlich am nächsten kommt, so rein von der Art und Weise, wie das auch funktioniert hat. Und ich haderte dann als Teenager, als Jugendlicher in den 90er Jahren damit. Ich las sehr viel Kritik daran, ich las sehr viel Weiterentwicklungen, versuche das irgendwie mit anderem zu verbinden. Ich las auch die ganz schlimmen, harten Antikommunisten, auch die Leute, die das sich wirklich nur vornahmen, um es auseinanderzunehmen, einfach um zu wissen, was sagen die überhaupt, was kommt denn eigentlich daher. Und ich habe jetzt hier mal zusammengefasst, was da am häufigsten vorgetragen wurde. Einfach mal die drei wichtigsten Einwändegruppen. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen vereinfacht, weil das eine lange Auseinandersetzung war und da gibt es ja auch noch mehr. Aber das sind, glaube ich, die drei Sachen, die ich jetzt erstmal so stehen lassen würde. Das erste sind die Verbrechen, die im Namen des Kommunismus begangen wurden, die natürlich als die realen Verbrechen, die stattgefunden haben, tatsächlich zu verurteilen sind und auch die Leute, die davon betroffen sind, ist einfach komplett nachvollziehbar, was sie von diesen Verbrechen erstmal halten. Das ist alles unbenommen. Daran stieß mir aber trotzdem mehrerlei dann doch recht bald auf. Das erste war die Einseitigkeit, also dass die ganze Zeit sozusagen das irgendwie von der eigenen Gesellschaftsordnung jetzt weggeredet wurde und man hat die sozusagen in doppelter Weise aus der Schusslinie bekommen. Zum einen durch dieses Wettrechnen, also durch den Kommunismus mussten jetzt unbedingt mehr Leute gestorben sein als den Faschismus. Das war schon durch den Faschismus, das war fast schon so eine Besessenheit, die ganze Zeit da jetzt irgendwie mit dieser wilden Rechnerei anzufangen. Was das auch so externalisiert, das ist einfach ein Wettrennen der Extremismen sozusagen von der Mitte aus gesehen.
Und die eigene Gesellschaftsordnung war dabei immer raus. Die Millionen und Abermillionen Toten, die es gefordert hat, die kapitalistische Produktionsweise, die heutige Gesellschaftsordnung durchzusetzen und auch bis heute aufrechtzuerhalten, die gibt es da an der Stelle nicht. Das ist ja was ganz anderes. Da gibt es dann auch den Vorwurf der Aufrechnerei, wenn man das ins Spiel bringt. Das war also auf jeden Fall irgendwie unredlich und vor allem wurde jetzt hier plötzlich so getan, also bei den Verbrechen der anderen war es immer irgendwo sehr konkret und es ging immer sehr konkret um sehr konkrete Verbrechen oder Tode, wenn überhaupt darüber gesprochen wurde. Im Falle des Kommunismus ging es immer darum, das ganze Vorhaben damit zu diskreditieren. Es war nicht mehr das konkrete Regierungshandeln bestimmter Regierungen, die sich darauf berufen haben, die einer bestimmten Auslegung davon ja auch folgten, sondern es war unvermeidlich, es war klar, wenn man vorhaben sollte, dafür zu sorgen, dass alle Menschen kriegen, was sie brauchen, dann muss das in Gulag, Terror und Massenmord enden. Das geht gar nicht anders. Also das war mir irgendwie schon mal klar. Also diese Aufrechnerei, diese Einseitigkeit, der offensichtlich durchsichtige Versuch, damit auch die eigene Gesellschaftsordnung aus dem Spiel zu kriegen. Zweite Einwändegruppe war, man hat einfach nicht verstanden, was da erzählt wurde. Es gab oft dieses Ding, dass Leute sich da teilweise sogar sehr tief reingegraben haben und man irgendwie den Eindruck hatte, die ideologische Brille sitzt so fest, man versteht es offenbar wirklich nicht. Nur mal zwei Sachen rausgegriffen, der Versuch über Marx über die Arbeitswertlehre zu widerlegen, also genau einfach an der Stelle, wo er gar nicht anzugreifen ist, wo er das einfach ja nur benutzt hat und weiterentwickelt hat, was dann immer hieß, man könnte doch auch Tiere und Roboter und Maschinen genauso ausbeuten und daraus Mehrwert erzeugen und einfach offensichtlich klar war, dass Leute wirklich nicht verstanden haben, warum die menschliche Arbeitskraft diese Rolle spielt, dass man mit ihr halt einen freien Vertrag abschließen kann, dass sie ihre Arbeit selbst organisieren kann, sich um ihre Produktion kümmert, davon motivierbar ist, dass man ihr den Zugang zu den Lebensmitteln über den Markt abschneidet, all diese Dinge, das geht. Also wenn das mit einem Roboter, der eins irgendwie gehen sollte, dann funktioniert das. Also dann kann man das machen, solange einfach erstmal nicht. Solche Dinge. Aber vor allem eigentlich dann am häufigsten immer diese Ineinsetzung von Weg und Ziel. Man tat also so, als wäre alles, was sozusagen im Namen dessen irgendwann mal passiert ist, im Grunde schon die Realität, die da angestrebt wurde. Also das, was wirklich im Grunde jeder wusste, der in diesen realsozialistischen Staaten gelebt hat, dass es das noch nicht war, dass man da noch nicht hin wollte, dass das Ziel nicht diese globale Auseinandersetzung war, in der man da steckte, und dass es ja eigentlich genau darum ging, sowas zu überwinden. Das wurde also gnadenlos immer wieder in eins gesetzt, ob aus Vereinfachung, böser Absicht, ideologischer Brille und so weiter, war nochmal unterschiedlich. Und natürlich gab es dann auch darin keine Widersprüche. Das Ding wurde halt auch als Monolith behandelt. Marx wurde von hinten bis durch eine Linie gezogen, bis zu Stalin und Mao. Und also dass diese Leute noch einen eigenen Hintergrund, eine eigene Agenda, eigene Interessen hatten, dass sich das auch nachher nochmal auf die ganze politische Umsetzung ausgewirkt hat, dass die auch nicht einfach mal eben schnell so ein ganzes Weltsystem jetzt irgendwie sich ausgedacht haben, widerspruchsfrei, das gab es dann alles nicht mehr. Also das heißt, da war ganz viel drin, wo ich dachte, Leute, nee, das habt ihr aber nicht verstanden. Und dann die dritte Gruppe, wo ich sagen würde, da wurden jetzt plötzlich Dinge daran kritisiert, wo ich sage, das ist doch aber eigentlich der tolle Teil, das ist doch eigentlich das, worum es irgendwie mal gehen würde. Die Gottlosigkeit, im Sinne von, die Menschen versuchen tatsächlich eine Art und Weise zu entwickeln, miteinander umzugehen, ohne den Rückgriff auf Übernatürliches und so weiter, sich das tatsächlich aus sich selbst, aus ihrem eigenen Handeln, aus ihrer eigenen Verhandlung irgendwie abzuleiten. Aber auch die Dinge, die dann halt wahlweise übertrieben dargestellt, herbeihalluziniert wurden, aus dieser Zielvorstellung, die es jetzt plötzlich im Unterschied zum Weg dann doch gab, abgeleitet wurde, dass man also die Menschen alle gleich macht, dass sie dadurch alle uniform werden, dass es dadurch auch keine Motivation mehr gibt, sozusagen sozial aufzusteigen, dass man generell auch mit der Abschaffung der Existenznot den Leuten sozusagen ihren Motor, ihren Antrieb einfach ausbaut. Und auch durch die Abschaffung der Konkurrenz. Also das heißt, da habe ich, glaube ich, auch zum ersten Mal mitbekommen, dass die Leute da einfach größtenteils über sich selbst reden, dass sie also als Menschen, die im Kapitalismus in herrschaftlicher Ordnung darüber reden, wie sie sich nur motivieren lassen und dass sie tatsächlich aus dem Bett getreten werden müssen, damit sie was tun, dass das ihre Vorstellung vom Menschen als solchem ist, dass sie sich also gar nicht vorstellen können, dass Leute vielleicht einfach auch so was tun, dass sie dadurch auch dazu auch anders motivierbar sind.
dass es eine Vielfalt, Verschiedenheit von Menschen ohne hierarchische Abstufung gibt, dass man spielerische Auseinandersetzungen führen kann, ohne dass es darum um den Lebensunterhalt, um den Hungertod am Ende geht. Das gab es da irgendwie alles nicht. Und das führte dann bei mir dazu, dass ich Anfang der 2000 irgendwann an dem Punkt war, zu sagen: Okay, jetzt habt ihr es mir eigentlich erst wieder eingeredet. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, dass dazu Terror und Massenmord irgendwie passieren muss. Die Zielvorstellung ist es auf jeden Fall nicht. Es geht ja gerade darum, dieses ganze unnötige Leid abzuschaffen. Das heißt, meine Idee war jetzt, dem nochmal irgendwie grundsätzlicher zu widersprechen. Hauptangriffsziel war tatsächlich erstmal zu sagen: Das, was bisher passiert ist, das war noch nicht das, wohin es irgendwann mal führen soll. Und in diesem Moment kam dieses Buch von Binia Damczak ins Spiel, dieses Büchlein, in dem sie versucht, Kommunismus ganz einfach zu erklären, einfach in der Verkleidung als Kinderbuch, sodass also auch Erwachsene sich erlauben, das mal so einfach zu lesen. An dem Buch gibt es einiges zu kritisieren. Die Klassen kommen nicht drin vor, aber erstmal ist diese Darstellung sehr schön. Das, was dargestellt wird, wird sehr schön und verständlich dargestellt. Und da gibt es dann auch den Versuch, dass die Leute halt versuchen, den Kommunismus einzurichten und dann immer feststellen, nee, irgendwie ist es das noch nicht. Als Genossenschaft müssen wir immer noch auf dem Markt konkurrieren, müssen leben immer noch nach den Dingen, der Staat und so weiter. Und zum Schluss kommt dann immer dieser Refrain, diese Hookline. Und dann schütteln die Menschen den Kopf und sagen: Nein, nein, das ist nicht der Kommunismus, wenn sie das dann feststellen. Und das hielt ich halt für eine hervorragende Möglichkeit, das rauszuziehen. Auch nochmal angetrieben von der Berichterstattung zu Chinas wirtschaftlichem Aufstieg zu dieser Zeit, der gerade erst so richtig sichtbar geworden, wo also ständig genau diese Gleichsetzung passiert ist und einfach immer wieder gesagt hat, dass das ist das, wozu das führen soll. So dass dann 2006 die Idee kam, ich habe einen Songtext gepostet, den Communism Song, wo es darum geht, dass, also ist eine sagen, Anverwandlung von Anarchy in the UK, von den Sex Pistols, wo es ja heißt, ich weiß nicht, was ich will, aber ich weiß, wie ich es kriege. Und jetzt war halt in Bezug dann auf Kommunismus die Aussage, ich weiß, was ich will, ich weiß nur nicht, wie ich es kriege. Und das haben wir dann mit dem Onkel Tosun aufgenommen. Und dazu habe ich dieses Sample, nein, nein, das ist nicht der Kommunismus, ausgeschnitten aus einer Vorleseversion von dem Binia Damczak-Buch, die es damals im Sammelsurium-Blog gab. Das war auch nochmal eine schöne Vereinfachungsebene. Hörbücher waren damals, wie gesagt, noch nicht so normal. Und daraus haben wir das rausgeschnitten. So geht der Song los. Das ist das Intro-Sample. So haben wir das erstmalig benutzt. Und dann ist daraus 2007 dann dieses Aufklebermotiv in verschiedenen Farben entstanden, von Tim Reuscher, Pareidolia, Sternstunden des Kapitalismus, entworfen. Ist schwierig, dieses Motto eigentlich sinnvoll darzustellen. Kann man sich darüber streiten, ob das die optimale Version war. Es wurde da alles Mögliche reingelesen, dass halt diese Zensurbalken, diese Verfremdung ja eigentlich, die da auch erstmal steht, irgendwie als Fahndungsfotos funktionieren. Also ist auf, wie gesagt, dann sehr viele Weise auch missverstanden worden, aber erstmal ging es tatsächlich nur darum, diese Aussage zu treffen, da waren wir noch nicht. Gleichzeitig dazu dann auch dieses Marx-Motiv des Discordian Communism, wo er den Apfel der Zwietracht rollt, das haben wir dann später nochmal kombiniert. Und es gab 2007 auch eine Kundgebung vor der chinesischen Botschaft unter dem gleichen Motto, wo also ich auch in den begleitenden Veranstaltungen in einem Interview dazu auch erklärt habe, dass ich das nicht an die chinesische Botschaft richte, dass ich davon ausgehe, dass die Leute wissen, dass sie noch nicht im Kommunismus leben und dass das erst irgendwann passiert. Das haben die vermutlich genauso wie ich früher in der Schule gelernt. Auch hier wieder die Symbolik, Mao-Verbotsschild, schwer zu sagen, wie das dann funktioniert, auch in dem Aufruf, würde ich sagen, haben wir uns dann auch eher auf so eine Konsensposition geeinigt. Ich weiß nicht, ob das so deutlich geworden ist, aber es ging tatsächlich auch darum, einfach nur darum, an die Öffentlichkeit, an den Spiegel und all die Leute, die normalerweise sagen, das ist der Kommunismus, was da passiert, zu sagen, nee, das ist es noch gar nicht. So ist das dann aber auf jeden Fall nochmal viel sichtbarer geworden. Und dann gab es 2008 die erste CD mit dem Lasterfahrer, wo wir das als Cover verwendet haben. Auf der CD geht es auch dann tatsächlich sehr viel um diese Fragen nochmal. Vom Communism Song gibt es eine
Remix-Version. Es gibt Communism Stole My Virginity, wo auch nochmal sehr klar diese Aussage drinsteckt. Also da würde man gerne erstmal hinkommen und es ist gerade genau nicht der vorgeschriebene Weg, sondern es geht tatsächlich nur darum, was wir uns ausdenken, was wir machen, wie wir uns entscheiden. So, und dann gab es aber halt die ganze Rezeptionsgeschichte, wie gesagt, das haben viele Leute richtig benutzt im Sinne der Idee. Ich bin ja ganz oft auch darauf angesprochen worden. Die Leute wollten diese Aufkleber haben, haben mich gefragt danach. Und meistens ging es tatsächlich darum, in diesen üblichen Alltagsauseinandersetzungen, wo es dann heißt, na, das hatten wir doch schon, wissen wir doch, wohin das führt, geh doch nach Nordkorea, einfach erstmal zu sagen, nee, wir hatten doch noch was vor. Es ging doch eigentlich um was ganz anderes. Es ging darum, Staaten, Klassen, Geld und so weiter abzuschaffen, dafür zu sorgen, dass alle kriegen, was sie brauchen. Aber es gab jede Menge Missverständnisse, Falschinterpretationen, auch teilweise böswilliger Art. Erstmal am hartnäckigsten am Anfang waren die Nachwuchsblogger vom Gegenstandpunkt, also die Zeitschrift selber nicht. Die haben sich da, glaube ich, auch nicht weit dafür interessiert, aber sozusagen aus ihrem Umfeld, aus dem jüngeren Umfeld gab es dann sehr viel, teilweise auch wirklich ziemlich aggressive Kommentare und Einwände die ganze Zeit. Einfach so verstanden wurde, als würde man jetzt bestimmten Leuten absprechen wollen, richtige Kommunisten zu sein, glaube ich. Das war ein häufiger Punkt, dass man das vor allen Dingen damit auch für sich selbst reklamiert, dass man den freien Westen idealisieren würde, dass man sagt, der wäre ja nicht so schlimm im Vergleich. Alles Dinge, die ich, glaube ich, nie in dieser positiven Weise wirklich behauptet hätte, auch wenn ich Unterschiede machen würde, dass es nicht in allen Staaten die Organisationsmöglichkeiten für Kommunisten jetzt unbedingt gerade die gleichen sind. Das war zwar auf der persönlichen Ebene teilweise relativ fies, hat sich dann aber auch irgendwann gelegt, sehr viel hartnäckiger und aber in eine sehr ähnliche Richtung. Trotzdem haben dann halt die ganzen Stalin-Leute geschossen, auch erst in meinem Blog, dann auf Twitter, auch bis heute. Das hat eigentlich nie aufgehört, das geht halt eigentlich immer noch weiter. Wo es jetzt tatsächlich immer wieder hartnäckig behauptet wird, wir hätten uns damals mit dieser Kundgebung an die Chinesen gewendet, oder es wäre überhaupt ein an die Chinesen gerichtetes Statement im Grunde, wie ihr macht das nicht richtig oder irgend sowas. Das heißt, diese ganze Zielrichtung wird einfach verdreht. Und es ist auch immer diese Unterstellung, dass man sozusagen einfach das ganze Ding nicht verstanden hat, dass man sozusagen diese Gleichsetzung, die man da anprangert, eigentlich selber mitmachen würde, dass ich jetzt einfach tatsächlich auch den Unterschied nicht wüsste zwischen dem Weg dahin und dem Ziel. Ja, es wird einfach dumm ist, anarchistisch ist natürlich aus Sicht der Stalinisten sowieso, das ist ja keine Frage, sie werden sich ganz bestimmt auch über dieses Video wieder hermachen. Das geht noch bis heute. Und es gab aber auch die positive Vereinnahmungsgeschichte, das heißt Leute, die das aufgegriffen haben, was aber gar nicht unbedingt in meinem Sinn war. Ist dann tatsächlich für so eine, wie soll man sagen, linkssozialdemokratische, linksliberale Kritik am Kommunismus irgendwie benutzt wurde, auch wirklich mal missbraucht wurde, auch zum Teil. Da habe ich hier Beispiele. Also es gab 2012 diesen Moment, wo Leute dieses Motto, dieses Motiv, sogar dieses Aufklebermotiv als transparent neben der Liebknecht-Luxemburg-Demo hochgehalten haben. Also es komplett zu verurteilen, dass sie dafür angegriffen wurden, das ist überhaupt keine Frage. Aber die Motivation hinter dieser Aktion ist schon für mich nicht so ganz nachvollziehbar. Also es war nie die Idee, dass man sich mit diesem Motto gegen andere Linke wendet eigentlich. Das war nicht meine Absicht, nicht mein Punkt. Und es war auch nicht so super clever, sich da halt direkt in so einem Ort ohne viel Fluchtwege direkt davor aufzubauen, glaube ich. Ja, aber dafür angegriffen zu werden, ist einfach trotzdem auch Quatsch. Also einfach schlimmes Beispiel von Leftist Infighting. Und 2013 wurde das Ganze dann zu so einer Gegendemo bekanntermaßen vielleicht, dass man halt auch sozusagen eine Gegen-LL-Demo veranstaltet hat und darin auch wieder auf dieses Motto zurückkam. Ich jetzt an der Stelle nicht sicher sagen kann, ob das sich auf Beni Adamczak direkt bezieht, ob es sich auf den Podcast bezieht, ob es sich auf dieses Motto bezieht. Ich würde aber behaupten, dass es damit was zu tun hat, weil immerhin dieses Transparentmotiv das Jahr vorher ja verwendet wurde aus der gleichen Richtung. Also keine Ahnung, ich fühlte mich davon auf jeden Fall angesprochen. Und in diesem Aufruf waren eine ganze Menge Sachen ein bisschen schief. Und also auf jeden Fall, dass man jetzt hier sagt, die Namen Stalin, Mao
Ho Chi Minh und Honecker stehen stellvertretend für dieses Scheitern. Das ist schon ganz schön gruselig, das ist schon ganz schön schief dabei. Es haben Leute dann im Internet sich auch darüber so ein bisschen ausgelassen. Es gab dann dieses Bild von diesem schwarzen GI in Vietnam, der halt von den scheiternden totalitären Vietnamesen daran erinnert wird, dass er dort diesen Krieg führt, den zu Hause die Weißen gegen seine Familie führen. Und so ist das Leben und so muss man es nehmen. Zitat von Rosa Luxemburg hier gewendet auf die Jusos an der Stelle. Also das war tatsächlich alles sehr merkwürdig vereinnahmt. Da wollte ich mich auf jeden Fall auch nicht beteiligen, habe das auch nochmal erklärt. In diesem Aufruf wurde auch dieses ganz typische Rosa Luxemburg Zitate verdrehen betrieben, was ja oft passiert. Also sie hat so ein paar Statements gemacht, die immer gerne für so linksliberale, linkssozialdemokratische Propaganda heute benutzt werden. Also nur mal ganz schlicht jetzt hier dieses Beispiel, wo aus das einzige Gewaltmittel, das uns zum Siege führen wird, ist die sozialistische Aufklärung der Arbeiterklasse im alltäglichen Kampfe, was auch aus einem historischen Kontext ist, der hier wirklich völlig rausfällt. Und dann sind wir hier plötzlich nur noch beim einzigen Gewaltmittel, das zum Sieg führen wird, ist die politische Aufklärung im alltäglichen Kampf. Also alles andere raus. Ihre Position zu Massenstreik und Militanz, die sich später entwickelt hat, sieht auch irgendwie alles anders aus. Also das fand ich alles dubios. Da habe ich den Eindruck gehabt, hier wird jetzt eigentlich tatsächlich eher diese innerlinke Abgrenzung gefahren und auch beantwortet. Also ich ja nicht behaupten, dass die anderen das nicht machen würden. Aber genau auf dieses Spiel möchte ich mich auch bis jetzt eigentlich nicht einlassen. Das war nie die Aussage. Ich halte das eigentlich interne Diskussionen, die man da in aller Öffentlichkeit austrägt und eben auch noch unter Berufung auf Leute, die wirklich auch andere Dinge gesagt haben. Das ist alles nicht redlich. So, aber diese Diskussion ist mir bis heute erhalten geblieben. Ich habe jetzt wirklich nur mal so aus dem laufenden Betrieb hier Sachen rausgezogen. Das ist gerade erst aus dem März. Ich gerade meine 12 Irrtümer aus 40 Jahren Kulla veröffentlicht hatte. Und dann an einer Stelle tatsächlich mein positiver Bezug auf auf die Frauenvollbeschäftigung in der DDR dann hier plötzlich sofort mit DDR war kein Kommunismus beantwortet wird. Also genau auf dieser Ebene, es kommen diese Art von Replies eigentlich die ganze Zeit ununterbrochen. Das ist mehrmals die Woche letztlich auf Twitter, auf allen anderen Kanälen, dass Leute also immer noch behaupten, ich würde sagen, das hätte damit gar nichts zu tun gehabt. Ich hätte also diesen Unterschied zwischen Bewegung dahin und dem Ziel verwischen wollen. Also was ja eigentlich gerade der Gegenstand war, das tatsächlich sichtbar zu machen. Und es gibt aber auch sozusagen den anderen Teil, also das, wogegen es sich ja auch immer gerichtet hat, tatsächlich die landläufige Verwendung von Kommunismus, von dieser Begrifflichkeit. Ein Beispiel aus dem Deutschlandfunk, das gerade erst rumging. Geht es um einen Betrieb, der ein Tochterunternehmen gegründet hat, das zur Hälfte der Belegschaft gehört. Und da wittert man dann schon den Kommunismus. Da ist sozusagen der Begriff sofort schon am Start. Das ist ausdrücklich nur passiert, um die Mitarbeiter besser zu motivieren. Es hat also überhaupt auch gar nicht diesen Hintergedanken. Aber tatsächlich hat man da sofort den Gedanken, Moment mal, die Hälfte des Tochterunternehmens in Belegschaftskontrolle ist das mögliche oder Belegschaftshand erstmal überhaupt. Ist das schon der Kommunismus? Also, das heißt, diesen Anlass gibt es immer noch, diesen Einwand würde ich auch immer noch bringen dagegen, diesen Unterschied treffen. Vielleicht wäre es schlau, das mal zu verändern, das mal zu verknüpfen. Die Symbole, wir hatten für die CD damals, dass auch diese beiden Aufklebermotive so weit verknüpft, dass der Marx den Apfel der Zwietracht sozusagen eigentlich auch nochmal in diesen anderen Aufkleber reinrollt, um einfach zu sagen, ist noch nicht der Kommunismus, aber die wirkliche Bewegung, die den jetzigen Zustand aufhebt. Wir werden vermutlich erst hinterher wissen, was das genau gewesen ist, was dafür tatsächlich geholfen und beigetragen hat. Ja, das ist die Geschichte von, nein, nein, das ist nicht der Kommunismus. Ich würde mich freuen, wenn vielleicht in den Kommentaren dazu vielleicht nochmal sagt, wie ihr das verstanden habt, ob es irgendwie war wie, ja, so habe ich das auch immer verstanden und dann so, hä, jetzt was? Ob ihr da jetzt darüber stolpert, ob ihr euch da angesprochen fühlt, ertappt fühlt, bestätigt seht, möglicherweise auch, was ihr vielleicht auch für Verwendungen ansonsten noch mitbekommen habt, die ich vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm habe. Man also kriegt gar nicht immer mit, was man da so für Wirkungen verursacht.
Ja, und diese ganze Geschichte gibt es in meinem Blog auch nachzulesen. Also da sind sehr viele Postings dazu zur Bedeutung von Nein, nein, das ist nicht der Kommunismus. Das Erklärposting sozusagen, auch die Ausgangsgeschichte, dieser Song in seinen verschiedenen Versionen und so weiter. Wer das nochmal nachlesen will, da findet sich das. Das war Kulas Ausschnitt, Folge 2 zu Nein, nein, das ist nicht der Kommunismus mit einem weiteren schicken argentinischen Ausschnitt. Ich hoffe, das hat euch auch optisch angesprochen. Ja, und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns im Internet vermutlich.